Institution. Das ist nochmal dein Applaus. Alles Gute, Isabella Borbach. Migration, Integration, Illusion. Drei kleine Wörter, die sich fast genau gleich anhören. Drei kleine Wörter in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, völlig normal und unbeachtet. Aber drei kleine Wörter in ihrer Definition völlig unterschiedlich und von großem Bedeutung für unsere Menschheit. Ich komme aus Forstau, einem kleinen Dorf in Pongau, und hatte eine wirklich schöne Kindheit. Wir hatten nie zu wenig Geld und dementsprechend fehlte es meiner Familie und mir nie an irgendetwas. Jeden Tag konnte ich nach draußen gehen und mit meinen Nachbarskindern in unserer ruhigen, aber schönen Siedlung spielen. Ich musste nie Hunger leiden, hatte immer ein Dach über dem Kopf. Jede Nacht konnte ich in einem großen Bett schlafen und am nächsten Morgen durfte ich zur Schule gehen, wo mir viel beigebracht wurde. Ich sah es als eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte es ja nie anders. Was ich damals noch nicht wusste, überhaupt noch gar nicht verstand, war, dass es nicht allen Menschen auf dieser Erde so gut geht wie mir. Ich wurde älter, kam in die Hauptschule und bekam langsam ein bisschen ein Gefühl dafür, was es bedeutet, in ärmeren Ländern zu leben. Ich informierte mich, fragte bei meinen Eltern nach und war einfach nur geschockt. Ich war geschockt, dass so viele Menschen auf dieser Erde in so einer Lebenslage sind und Tod, Tragik, Krieg oder Hunger leiden müssen. Ich fuhr immer sehr gerne mit meinen Freunden im Zug nach Salzburg. Wir verbrachten einen schönen Tag, gingen shoppen oder in ein Café, wie wahrscheinlich viele von euch in meinem Alter genauso. Doch am 20.05.2015 war auf einmal alles wie ausgewechselt. Ich entschloss mich wieder einmal nach Salzburg zu fahren, um einen schönen Tag zu verbringen. Und eins kann ich Ihnen im Vorhinein schon versichern, er war natürlich sehr schön. Aber es hat sich etwas verändert. Ich sah aus dem Fenster des Busses, der uns durch die Stadt fuhr, und sah auf einmal andere Menschen. Verstehen Sie mich nicht falsch, daran ist bis heute meiner Meinung nach überhaupt nichts Falsches. Wir beheimateten früher auch schon Familien, die aus anderen Ländern kommen. Ich zähle selbst einige total lustige, liebenswürdige und offenen Menschen, deren Familien aus anderen Ländern kommen, zu meinen allerbesten Freunden. Doch nun hat es praktisch den Rahmen gesprengt und ich sehe vor allem in größeren Städten nur noch Migranten. An diesem Tag kam ich sehr ausgelassen und zufrieden nach Hause. Doch eine Sache ließ mich einfach nicht los. Ich musste mehr über diese Flüchtlingsthematik herausfinden. Was ist in Ihrem Land passiert? Kann es so schlimm sein, dass man seine eigene Familie verlassen will bzw. muss? Wie sind Sie hierher gekommen und wie geht es Ihnen nun bei uns? Heute weiß ich die Antwort auf die meisten meiner damaligen Fragen. Und ich bin mir sicher, der Großteil von Ihnen genauso. Es ist immerhin das brisanteste und am meisten umstrittene Thema seit langem in Österreich, in Deutschland, in der gesamten EU. Laut einer Statistik lag die Anzahl an Asylanträgen im letzten Jahr 2015 bei 90.000 Menschen, was einen Prozentanteil von 10% auf 1.000 Österreichern ergibt. Stellen Sie sich diese Zahl doch einmal vor, wie viele Menschen das schon sind. Mittlerweile beheimaten wir so viele Migranten in der EU, dass sich die Regierungen etwas einfallen lassen mussten. Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, hat die Regierung Österreich Ende 2015, Anfang 2016 Grenzzäune an den Stellen errichtet, an denen die meisten Routen der Flüchtlinge durchführen. Man will nun genauer unterscheiden zwischen den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, und den Wirtschaftsflüchtlingen. So, meine heutige Frage ist nun, ist das eine gute und wirksame Entscheidung oder nicht? Die drei Länder, die verhältnismäßig am meisten Flüchtlinge aufnehmen, sind Ungarn, Schweden und Österreich, mit einem Prozentanteil zwischen 10% und 18%. Und das Land, das verhältnismäßig am wenigsten Flüchtlinge aufnimmt, ist Kroatien,
mit einem Anteil von nur 0,04%. Nun zu meiner zweiten heutigen Frage. Ist das fair? Wir alle, die wir hier in diesem Saal sitzen, wir sind doch ein Teil der EU. Genauso ist es Kroatien, genauso ist es Slowakei, genauso ist es Rumänien, Ungarn, Deutschland oder Polen. Anstatt Grenzzäune zu errichten, sollten wir uns endlich einmal aufbewegen und eine Union sein. Europäische Union bedeutet doch Einheit, Zusammenhalt. Warum zieht dann jedes Land sein eigenes Ding durch, egal ob es richtig oder falsch ist? Die einen bauen Grenzzäune, die anderen nehmen immer mehr auf und andere wollen sich gar nicht mit dem Thema befassen und lassen die anderen diesen Prozess alleine ausbaden. Ich wünsche mir eine stärkere Einheit. Ich wünsche mir nach einer gemeinsamen Suche nach Lösungen, um möglichst vielen Menschen ein schönes und vor allem faires Leben bieten zu können. Ist das fair oder ist der Gedanke EU nur eine Illusion? Leben wir nicht alle in einer großen Illusion, in der uns ständig vorgeschrieben wird, wie wir zu denken oder zu handeln haben? Wer steckt dahinter? Wer veranlagt uns so zu denken? Und warum muss ich mir heute diese ganzen Fragen stellen? Ich fordere Sie einmal auf, sich von Internet, Handy, Medien abzukapseln. Sehen Sie sich die Welt doch einmal richtig an, so wie sie wirklich ist. In einer Sache bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. Wir leben alle in einer großen Illusion. Einer Illusion, in der wir alle zu glauben meinen, nein, wir werden nicht manipuliert oder kontrolliert. Wir sind frei. Aber das ist leider auch nur eine Illusion. Vielen Dank.